Jetzt gibt es erstmal etwas zu futtern. Die Feuerstelle. Schabob. Alright, Inanno. We're cave people now. Time to make fire. We make fire. Can I help? Booster. You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes. Dude, don't blow it out. Sorry. Sorry. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. Wish we had more. I know. Me too. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Gestern war gestern, der Shake war so gut. Oh, dude, that shake was so good. Can't believe we found a diner on the way out here. I want another one. I know. We'll get you one. Promise. Okay, wir können uns wieder umschauen. Wir können den Rucksack angucken. Wonder if I'll ever go back to school after this. Ja, ich wollte gar nicht reingucken, ich wollte nur den Rucksack angucken. Portemonnaie. We're almost broke. How do we eat tomorrow? This is the coolest secret base ever. Nobody's gonna find us. Again? Look, hey. A full moon. Ooh. It's not quite full yet, Wolf Boy. Do you think there are werewolves for real? Wir sind die Wölfe. Dude, we are the wolves. Ow! See? Scheiße wäre, wenn jetzt eine Antwort kommen würde. Jetzt können wir nach den Chips gucken, erstmal, bevor wir nach dem Bruder gucken. I'm so over chips. Ja, verstehe ich, irgendwann hat man das. Still no reception. Of course. Ja, gut. I'm bored. Sean, can I play Mustard Party on your phone? Please. Eigentlich nicht, weil wir bräuchten den Akku. Aber no reception. So go for it. Yeah. Thanks. Oh, I'm so gonna beat your score. Aw, come on. Almost. Almost. What? I was so gonna beat your score. You wish. Stupid phone. Ja, aber wenigstens hast du spielen dürfen, ja? I could really use a smoke. Ja, hast aber keine. Nice, Sean. Beers are exactly what we needed for survival. Das kann man vorher ja nicht wissen. Man, I made a fire tonight. Dad would be proud. Ja, bestimmt. Leg dich schlafen, nach ihm sehen. You okay, buddy? Yeah.
Feels good to sit down. Sean, are you mad at me for what happened with Brett? I don't remember everything. Es ist nicht deine Schuld, es ist nichts passiert, wir haben uns geschlagen. It's not your fault. Shit happens. Brett deserved it. Why can't I remember? That's weird. Don't worry, dude. You were running around all day. You tired out. It happens. Daniel's a zombie. We gotta get to sleep. Also, doch schlafen. Alles klar. Sean. You look tired. Ready to crash? I've been ready all day. My feet hurt. I think we earned some serious rest. I could sleep forever. Not on this ground. Better than freezing out there, right? Way better. Now we have a real fire. And a secure base. You did awesome today, Daniel. Really? Hell yeah. Without you, there's no fellowship. That's cool. My eyes won't stay open, Sean. Sleep tight, bro. Den Tag überstanden. Daniel? Hey, bro, wake up. Sean? What happened? Where's Dad? It's okay. You just had a bad dream. That's all. Sean? I'm scared. I keep hearing noises. No, don't be. Everything's cool. But we're alone. You said there are bears and wolves. They're sleeping, like we should be. And look, our fire's still roaring. Daniel, we'll find a better place tomorrow, okay? And food, too. I promise. You promise? Promise. State Route 7, Washington, am nächsten Tag. Look, it's easier now.
We're going downhill. We just gotta keep walking. Yeah. You said things were getting better yesterday. And the day before. I'm sorry, dude. I'm trying my best. Let's walk a little more. There will be a rest stop or something where we can buy food. I'm sure of it. Ja, hoffen wir's. We're on. Are you okay? Yeah. No. Ja, er ist nicht. About when Harry Thompson wanted to beat me up. Me and Noah traded some games with Harry. But he didn't like us. So he said he was gonna get us after school. What did you do? We waited in the gym until he went home. That's it? You should have told me. I tried. But you said to get out of your room. You should have insisted. I never know when you're kidding or not. You did stand up for me. With Brett. For a change. Yeah. Well, he had it coming. Yeah. I kind of wish you weren't so mean all the time. I'm trying my best, man. Das ist eine sehr stabile Kette. Don't worry. I'm not a kid anymore. Die Kette sich nicht bewegt. Sorry, es hat mich jetzt gerade fasziniert. Ja, es ist generell auch eine schwierige Situation, ne, mit There's something ahead. Yep. Must be the gas station we saw on that sign. Ist eine blöde Situation, weil sie können, was sollen die Polizei erklären? Wir hatten auf den Polizisten, aber die müssen doch gemerkt haben, dass auf den Polizisten nicht geschossen wurde, oder? Also. I'm so hungry for real food right now. I hear you. We're gonna get food. Water. $30. Plus a map. So we can find the best route. Ja, aber ich. Hey, come on. I know last night was tough, but tonight will be better. I swear. Ich wollte gerade sagen, ich will mich erst umgucken. I hope. Da ist eine Familie. Can't even check my goddamn voicemail here. There's nothing to do. Hey. Hi. Uh-oh. Here it comes. Oh, hi there. Happy Halloween zu Besuch. Schönes Wetter. I hate to ask, but we forgot to get money before coming here, so could you spare a little food or something? Jesus. Get a job, kid. Yeah. We'd like to help. But I thought we left Berkeley to get away from this. I'm sorry. Hey, no worries. It's cool. Didn't mean to bug you. Bye. Come on. Let's go. Naja, Idioten gibt's leider überall. There might be some leftovers in it. Vergiss es, das machen wir jetzt mal nicht. Is our life now? Hey, Sean. Better clean up before we look like the gutter punks downtown. Was? Ich kann nicht auswählen. Hey. Come on in. Let's wash a little. I'm coming. But gut, hier haben wir gehen. Da haben wir Klopapierhalter. Stop watching me. Perv. Ja, gut, okay, der guckt wirklich ein bisschen scheiße. Ein Toilettenhinweis. Halten Sie das Bad sauber. Anrichten einer Schweinerei auf eigene Gefahr. Die Verwaltung. Okay, da haben wir noch einen Spiegel. Oh, shit. My face. You look older, dude. Flasche auffüllen, nice. Erstmal. Free water, please. Naja, ein bisschen Wasser ist immer ganz gut. Ich würde sagen, jetzt waschen wir uns noch. Ah, oh. I know. So wash fast. My hands
those are ice cubes. Okay, you're done. Ich finde das auch lustig. Hat der da Blut am Ärmel? Und an der Jacke? Und das fällt niemandem auf? Aber hallo. Toilette, Fragen? Are we good to go, or do you need to... Ma, it's okay. I went in the woods just before we got here. Cool. Ja, Mann, total cool. Du hast es drauf, Bro. Lalala. Ja, es gibt leider überall Idioten. Und das sind leider welche. Sean, you sure it's okay to poke around? Was? Halbgeschnitzter Bär? Do you make actual money doing this? Ein halbgeschnitzter Bär. Na, warum nicht? Wir sind ja jetzt nicht. Wir tun ja nichts Verbotenes. Die Mülltonnen können wir nicht angucken. Hier ist ein Schrotthaufen. Damn. Why do they let this rust out here? I know Dad would be able to fix it. Yeah. Maybe not that one, dude. He has to finish your car first. Yeah. I know. Looks like the perfect setting for the Washington Chainsaw Massacre. Ja, schon so ein bisschen. Das ist ein Schild. Jeez, chill out, folks. Was steht da? The gas station is closed. So are we. Alles klar. What kind of name is Stamper anyway? Stamper. Aber wir kommen da nicht rein, ne? Schade. Das hätte ich mal Hallo gesagt. Campingplatzschild. Hm. We're not too far away. Probably need a map to find it though. Ja, so eine Karte wäre schon hilfreich. Wir könnten mal hier noch gucken, was da noch war. Ja, also die Situation ist auf jeden Fall scheiße für die Jungs, denn ich drücke jetzt mal kurz Pause, weil sonst reden die ganze Zeit zwischendrin. Und das ist immer blöd, dann vergesse ich immer, welche Sätze ich sagen wollte. Ne? Es ist so, für die ist es natürlich blöd. Ne? Die können zwar zurückgehen zur Polizei, können die Geschichte erzählen, aber wie wurde der Officer verletzt? Das muss ja einer der Jungs gewesen sein. Ne? Ebenso der Junge, der ist ja, glaube ich, sah ja auch relativ tot aus. Der Vater erschossen. Ich glaube, das wäre ziemlich blöd. Vor allem, weil sie halt dann auch wieder Mexikaner sind. Ey, Bärenregale. Kinda creepy, huh? Nah, I think they're cute. We should have one at home. Dad would love it. No way we're carrying a freaking log around, dude. Okay. Look at all the baby bears. I wonder. This is just the big one. Is there too many bears? Ach komm, die sind schon süß. Irgendwie. Gibt's hier vielleicht irgendwie noch was? Weil bei dem zweiten Erfolg auf Steam war nämlich so ein Bär abgebildet. It sucks I can't do Halloween at home. Ja, das ist schon schade. I'm fine. I'm too young. In case of... Okay. Im Falle eines Schwarzbärenangriffs. Lassen Sie Essen und Besitztümer fallen. Nicht weglaufen oder totspielen. Wehren Sie sich heftig. Zielen Sie auf den Kopf mit allen verfügbaren Objekten. Im Falle eines Kuga-Angriffs werfen Sie einen 20-jährigen Mann. Das ist gut. Dann haben wir hier noch ein Poster. Ach, jetzt halt doch. Maybe some other time. Suchen Sie nach Hoffnung. Es gibt nur einen wahren Weg, nur einen wahren Gott. Treten Sie der Kirche des wahren Ecksteins bei. Besuchen Sie heute unsere Seite und finden Sie Ihren Weg. Join.ccc.go. Sean? You see that? Ja, was willst du denn? Warning? You were right. We could have been eaten. But I wasn't that scared. Was I? Nah. You were totally brave. Aber voll und ganz, mein Freund. Spanischstunden. Nachos and cerveza? You sound like an expert douchebag. Nachos und Cerveza.
Ich meine, Nachos sind geil und Cerveza ist Bier. Also ich meine, no hablas español, no problema. Als ein Experte mit über 10 Jahren Erfahrung als Spanischlehrer für die Mittelstufe sorge ich dafür, dass sie muy pronto Nachos und Cerveza bestellen wie ein Profi. Rufen Sie heute an für Preise. Shane O'Neill 530-724-93. Hey, look. They're gonna teach us Spanish. Este tipo es un idiota. Okay. No thanks. I already have one. Na, guck mal, kostenloser Welpe im Inneren. Fragen Sie nach Details. Na. Zeitung lesen. Gibt's da was Neues über uns? Shit, they're still looking for us. We can't go back. The Northwest Post. Ihre örtlichen und globalen Neuigkeiten, Ansichten und Kulturnachrichten, Ausgabe 948 vom 30. Oktober 2016. Polizei sucht nach den Verdächtigen Jean und Daniel Diaz. Schießerei in Seattle löst Proteste aus. Can't let Daniel know. Not right now. Ja, das ist nicht gut. Aber den Namen kann er noch lesen. Hey, eine Bank.